Karotte kann man sich auch immer gönnen. So. Die Frage ist, wie weit ich da jetzt noch gehen muss, weil das ist ein bisschen langsam. Dass ich nicht sprinten kann. Den Frosch lasse ich mal kurz. Der diese Rübe lasse ich auch. Denn die schauen eh nicht blass aus. Damit da mal ein bisschen was weitergeht. Gott, so ein komisches Trampeln irgendwie von seitlich gehört. Aber vielleicht war es doch auch die Musik. Die Musik stresst gerade ein bisschen. Vorher fand ich die schön, aber jetzt ist sie total stressig mit diesem Schlagzeug da gerade. Da, das nehme ich mal wieder mit, so eine Karotte. So. Fertig gegessen. Kamera ist auch manchmal so ein bisschen komisch, aber jetzt geht's wieder. Oh, die Musik. Ah, jetzt bin ich irgendwie wieder an einem gewissen Punkt. Jetzt kann ich wieder ein bisschen sprinten. Das schaut aus wie so ein Blutregen. Der Fluss ist ja mega reißend. So, die beiden sind eh da. Die Fische, die da hinten hüpfen. Da, jetzt hüpfen wieder die zwei Fische da oben. Es ist irgendwie, es schaut schon cool gemacht aus, auf alle Fälle. Da ist eine Maus, die hole ich mir. So, da. Und die ist jetzt schon gegessen? Das ging ja schnell. So, dann pflücke ich da noch was. Was ist das eigentlich? Nichts. Aber da ist was zum Pflücken. Ach, der hat jetzt erst die Maus gegessen. Okay. So, jetzt müssten beide wieder fit sein. So, wo muss ich hin? Das ist halt immer so eine Sache. Aufs Wasser komme ich nicht. Da kommt, das ist laut. Das ist mega laut bei dem Fluss. Aber da ging es auch nicht weiter. Oder geht es da doch weiter? Nein, irgendwie eh nicht. Nicht immer so ganz klar, wo man hin muss. Dieser komische Blutregen da. Der ist übrigens auch total laut. Kann ich das vielleicht noch da ein bisschen leiser machen? So, weil das war ein bisschen stressig jetzt. So, viel angenehmer. Und die Musik, Musik auch nochmal ein bisschen leiser. Oh, das ist eh schon so leise. Ah, das ist ja komisch. So, das ist so komisch eingestellt da mit diesen Regeln. So. Jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen besser wieder. Ah, ich komme auch auf die andere Seite. Schaut zumindest so aus. Oder bist du da oben gestartet? Nein, ich bin doch da gestartet. Da geht's auch noch nach hinten irgendwie. Oder schaut so sackgassmäßig aus. Das schaut dann ein bisschen vielversprechender. Nein, er geht sofort zurück. Okay. Hä, aber wo muss ich dann hin? Da lang. Irgendwelche geheimen Wege. Nein. Ach, das ist ein Gebüsch. Ich dachte gerade, warum schwebt der Stein so komisch auf zwei so kleinen Ästen, aber das ist ein Gebüsch. Was ist da? Da ist auch nichts. Irgendwie finde ich schwer den Weg nicht. Sollen die das noch kurz verspeisen? Sogar, obwohl ich jetzt glaube ich sogar gar nicht warten müsste, weil es ja eh Tag ist. Oder zumindest Sonnen, also Dämmerung ist glaube ich gerade. Beziehungsweise Sonnenaufgang. Da komme ich drüber, oder? Ach, ich muss vor den Fluten aufpassen. Okay. Jetzt schnell drüber. Schnell. Ich hoffe, die sind hinter mir.
Da sind zwei Füchse wieder. Schnell, schnell, schnell. Ich höre die Welle, nein. Das war knapp. Leben sie noch? Ja. Passt. Das war sehr knapp. Kann ich sie jetzt fangen? Wobei es sind gleich zwei Füchse. Ich weiß auch nicht, wie weit ich wegrennen darf, dass die mich nicht verlieren oder plötzlich nicht mehr finden. Ein Apfel mal wieder. Den nehme ich doch glatt mal mit. Aber die schauen beide eh ziemlich gesund aus. Also ziemlich wohlgenährt. Ich laufe einfach mal wieder diesen Füchsen nach. Aber die kann man glaube ich nicht jagen. Weil die viel zu schnell sind. Komme ich darauf, ja. Der eine rennt da drüber. Wo ist der andere hin? Da ist der andere. Bekomme ich den jetzt? Das, oder können beide essen. Nice. Das ist echt nice. Was ist da? Nichts, nur ein kleiner Durchgang. Der andere Fuchs über den Baumstamm. Wo ich jetzt auch wieder aufpassen muss wegen den Wellen, glaube ich. Ich warte mal kurz, bis wieder so eine Welle vorbeikommt. Und dann gehe ich erst drüber, weil es nicht bevor es mit den Kindern da wegschwappt. So, jetzt schnell, schnell, schnell drüber. Seid ihr da? Puh, die waren in der Welle drin, aber ich glaube, da war das jetzt nicht so mit dem weggespült werden. Aber da jetzt, ich muss da rüber. Schnell, 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 schnell. Ja, die brauchen leider so lange, weil sie immer so weit hinter mir sind. Oh nein, das geht sich nicht aus, oder? Doch, 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 doch. Sind drüber, sind drüber. Wie soll ich denn so weit gehen? Jetzt spült die Welle sich alles weg. Ich bin ja mittendrin. Eins ist noch da. Hä, aber das geht ja gar nicht anders. Da gibt es ja keine Zwischenpunkte oder so. Ich habe jetzt nur noch ein Kind. Aber ich glaube, das ging auch nicht anders, weil wie hätte ich denn das retten sollen vor der Welle? Ja, das ist schon ziemlich, ziemlich assi gemacht, dass man da die ganze Zeit diese Kinder verliert. Ein einziges habe ich nur noch. Tja, auf das muss ich jetzt besonders Acht geben. Geht scheinbar weiter. Sieht zum Glück auch noch wohl genährt aus. Na gut, jetzt brauche ich noch weniger Nahrung. So, sind da eh keine Wellen. Schaut gut aus. So, trotzdem, das pflücke ich mal wieder. Ich frage mich trotzdem noch, ob ich jetzt noch mehr Junge haben könnte. Könnte ich jetzt noch alle 5 haben? Oder ist es so gescriptet, dass man immer welche verliert? Ich glaube zumindest die beiden, die ich in der Nacht verloren habe, ich glaube, die hätte man saven können. Weil die waren einfach aus dem Radius. Das erinnert mich gerade so total an so einen Waldbrand. Es knistert auch noch so komisch im Hintergrund. Zur Sicherheit das gleich mal essen. Aber ich muss scheinbar gar nichts essen. Da ist eine Maus. Ich glaube, die bringt doch ein bisschen mehr Nahrung als diese Karotten und Rüben und so weiter. Ja, da gab es einen fetten Waldbrand.
Da brennt es auch noch überall. Bin ich da richtig? Ja, doch. Das Feuer kommt! Ich dachte mir gerade so, es wäre Ork, wenn das Feuer kommt, aber es kommt wirklich. Es breitet sich aus. Oh nein, wir dürfen da nicht verweilen. Wo ist mein Kind? Schnell. Schnell. Wir müssen da echt weg. Keine Zeit für Essen. Okay. Das sah gerade so aus, als würde es brennen. Wenn ich jetzt das letzte auch noch im Feuer verliere. Da ist ein Vogel. Wo ist es? Okay, das ist ein Vogel. Ich muss es beschützen. Nein, weg. Nein, hätte ich es beschützen können? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich gar kein einziges Junges mehr und der Wald fackelt ab. Und da ist eine Karotte, aber für was sollte ich jetzt noch pflücken? Ich muss niemanden mehr versorgen, außer mich vielleicht. Aber ich selbst kann ja nichts essen. Nein, ich kann nichts essen. Jetzt muss ich aufpassen, nicht zu verbrennen, weil sonst überlebt gar niemand aus dieser Familie. Ist es so gewollt, dass jetzt alle weg sind? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil sonst wären da jetzt nicht überall diese... wo dahin? Sonst wären nicht überall noch diese Rüben da zum Füttern. Ich bin extra eh beim Jungen geblieben, dass der Vogel nicht kommen kann, aber der Vogel hat sich einfach trotzdem geschnappt. Da war gerade wieder, das habe ich schon vorhin gehört, so ein Darth Vader hauchen. Vielleicht war es auch noch irgendwie der Wind oder irgendwas. So, wo geht's da rein? Wie groß ist dieser Waldbrot eigentlich? Da ist wenigstens Wasser. Also wenn ich jetzt abfackel, kann ich mich wenigstens löschen. Komme ich da durch irgendwie? Schaut irgendwie nicht so aus. Komme ich da drüber? Ja. Nein? Oder? Komm schon. Hä? Komme ich da nicht drüber? Ich finde schwer den Weg nicht. Das sieht aber eigentlich... Weil da komme ich auch nicht rein, oder? Nein, das sieht aber so aus, als müsste ich da drüber. Vielleicht habe ich doch irgendwo was übersehen. Das ist, da komme ich aber auch nicht durchs Wasser. Nein, das ist, die Strömung ist viel zu reißend. Von da bin ich gekommen, oder? Von da bin ich nicht gekommen, aber da ist überall Feuer. Hä, von wo bin ich gekommen? Ach, von da, okay. Ja, dann ist aber der Weg... Da ist überall Feuer. Dann muss der Weg aber dort sein. Oder wo geht's da noch lang? Doch, da ist noch ein kleiner Durchgang. Feuer müssen wir überleben. Aber es breitet sich, glaube ich, eh so aus, dass man nicht so leicht verbrennen kann. Ich frage mich, ob das Feuer... Naja, eigentlich... Es muss fast vom Menschen entstanden sein. Könnte auch ein Blitz gewesen sein, aber es ist wahrscheinlich vom Menschen entstanden. So, aber gerade dieses Bad Feeling. Für das sind Menschen verantwortlich. Und alle Tiere, wie der Fuchs und ich, müssen davonlaufen aus unserem gewohnten Lebenslauf. Lebenslauf, aus unserem Lebensraum. Aber Lebenslauf, wichtig, liebe Kinder, immer einen aktuellen Lebenslauf haben. Denn dann kann man sich immer instant bewerben, wenn es irgendwo was Cooles gäbe. Was ist da?
Das ist so eine Höhle. Da war es gerade so voll schön ruhig drinnen. Ich weiß gar nicht, warum ich den Fuchs jetzt eigentlich getötet habe. Ich kann ihn nicht essen, aus dem liegt er da drunter. Ich kann nicht essen und ich muss sowieso keinen einzigen mehr versorgen. Aber was ich auch strange finde, dass es kein Game Over gibt quasi, obwohl alle Jünglinge tot sind. Bin ich am Anfang wieder? War das nicht der Anfangspunkt, wo da so der erste Apfel war, oder sah das ein bisschen anders aus? Ich versuche gerade irgendwas zu erkennen, aber die Umgebung da schaut einfach immer so ähnlich aus. Aber es ist nicht der Anfang, nein, wir waren auf keinen Fall bei so einer Klippe. Ich bin jetzt so wieder dem Waldbrand entkommen. Aber da liegt überall noch Nahrung rum, das heißt, man könnte noch die ganzen Jünglinge haben. Die könnte man auf alle Fälle noch haben, weil sonst wäre diese Nahrung ja sinnlos. Jetzt ist es wieder irgendwie so voll journey-mäßig, so mega entspannend. Wobei es ein bisschen, muss ich schon sagen, ein bisschen wenig Abwechslung gibt es in diesem Spiel. Einfach nur, weil ich es kann. Ich bin der mächtigste Jäger. Aber das Spiel soll ja nicht zu lang gehen, also ich werde mal schauen, vielleicht haben wir es eh bald durch. Ich weiß auch gar nicht mehr, was das gekostet hat. Das Shelter kostet, glaube ich, nur so ein paar Euro. Ist auch, wie man natürlich vermuten kann, von irgendwelchen Indie-Entwicklern. Von wem weiß ich jetzt leider gerade nicht. Aber es ist natürlich, wie immer, in der Beschreibung verlinkt, das Spiel auf Steam. Wenn es interessiert. So, das ist wieder so eine Höhle. Da ist auch noch immer Nahrung. Das ist jetzt so voll labyrinthmäßig. Fuck, ich habe mich zu 100% verlaufen. Da ist der Ausgang. Oh, safe. Aber ich glaube, das waren einfach nur verschiedene Wege zum Ausgang. Da ist wieder so ein Adler, aber der kann mir, glaube ich, eh nichts anhaben. Warum stresst die Musik eigentlich gerade so? Die Musik ist voll so actionmäßig. Sonst müsste man von irgendwas fliehen oder so. Da bin ich wieder langsamer. Ich bin gerade wie auf so einer, wie nennt man das, so eine Weidenwiese irgendwie, so eine große freie Fläche, wo viel Gras und so ist. Ich habe natürlich auch überhaupt keine Ahnung, wo ich hin. Okay, jetzt dachte ich, das schnappt mich, aber ich glaube, mich kann dieser Adler nicht schnappen. Doch kann er. Fuck. Oh nein, ich bin gehittet. Ich kann nicht mehr sprinten. Kann ich mich irgendwo verstecken? Nein. Jetzt bin ich noch schwer. Ich sterbe da jetzt. Ich kann auch nirgends hin, ich bin viel zu langsam. Jetzt ist Game Over. Ich kann nichts machen. Oh nein.
Ich frage mich, ob das... Oder war das gescriptet? Konnte man dem gar nicht ausweichen? Musste man sterben, nachdem alle Jungen gestorben sind? Weil ich dachte, man kann sich vielleicht in Höhlen verstecken oder in solchen Bäumen, aber da gab's sowas gar nicht. Also vielleicht war es wirklich gescriptet. Ja, das war's wohl. Ich weiß nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Es war so ein total entspannendes, irgendwie was Neues, wie Journey eben, nur halt ein bisschen primitiver, sag ich mal noch. Aber es hat auch irgendwie was total Trauriges, denn alle sterben und am Ende stirbt man selbst und... Aber ja, so ist der Kreislauf des Lebens, denn man muss auch bedenken, hätte der Adler uns nicht gegessen, wäre er vielleicht gestorben, weil er verhungert wäre. Das ist eben der Kreislauf des Lebens. Die Musik ist wieder voll cool. Die Musik ist echt so, man kann sich zurückerinnern an die 5 Jünglinge, die man am Anfang hatte. Und dann stirbt man doch noch. Ich denke jetzt bei diesem großen Endfeld, wenn man da noch irgendwie wie viel konnte man haben? Eins wurde weggespült zu 100%. Eins wurde schon am Anfang beim Vogel gefangen. Ich glaube, man hätte vielleicht noch 2 haben können ganz am Ende. Und ich glaube, auf dieser langen Wiese, dann auf dieser ewig großen Wiese, ich glaube, da hätte man dann beide verloren und dann wäre man selbst gestorben. Also es hätte sowieso keinen Sinn gehabt, wenn die noch überlebt hätten. Dann hätte ich es nur ein bisschen weiter geschafft, aber schlussendlich hätte es mir nichts gebracht. Aber wie viele Leute da mitgearbeitet haben? Sehe ich gerade so, weil es geht ja unendlich, dieser Ending Screen. Fragen mich, ob da noch irgendwas kommt. Da ist der Adler. Ich sag doch, es ist der Kreislauf des Lebens. Der Adler hat uns nur getötet, damit er seine Jungen wieder füttern kann. Wieso blinkt das so? Okay. Ja, weil auf alle Fälle ein interessantes Spiel. Mal was Neues. Ich finde es auch voll angenehm, solche Spiele, die so kurz gehen, ich weiß nicht, weil dann hat man immer die Abwechslung. Ich schaue das mal kurz, was passiert, wenn man fortfahren drückt. Ob ich dann wieder auf dieser Wiese starte, oder... Okay, da starte ich einfach wieder auf dieser Wiese. Man fährt quasi im letzten Kapitel fort. Okay, das heißt, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ich kann jetzt wieder ein bisschen aktiver Let's Plays machen. Ich hätte nämlich voll Lust drauf, einfach nur für mich selbst. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei wieder. Macht auf alle Fälle Spaß, immer Kommentare zu lesen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ruhig einen Daumen hoch da. Und wir sehen uns beim nächsten Spiel wieder. Ciao.